Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen heute scharfe Salamis testen oder mal gucken, was ist die schärfste Salami, die ich kenne, die ich rankriegen kann. Wir haben dazu hier drei verschiedene Sachen aufgetischt. Das möchte ich fürs Thumbnail mal irgendwie so reinhalten und dann sieht das total unterschiedlich aus. Wir werden euch die drei Dinge jetzt auch gleich nochmal einzeln zeigen, legen das aber erstmal hier rüber. Boah. Ich muss sagen, vor manchem ekel ich mich auch schon, wie vor diesem Brocken da hier. Fangen aber mal ganz harmlos an mit dieser roten Wurst. Denn die sieht eigentlich ganz chillig aus. Das ist hier so ein Säckchen, ne? Da hat Pupsi beim Wurstbaron bestellt. Und traditionell zu Ostern schenkt sie mir jedes Mal eine Ostersalami. Manchmal hat Adi die Ostersalami gepackt und quer durch die Wohnung gezerrt. Manchmal hat er sich eine Weihnachtssalami gegönnt an Weihnachten. Diesmal war Pupsi schlau. Sie hat so eine schöne, kinderfreundliche Ostersalami bestellt gehabt. Da ist ein Hase drauf, das sieht gut aus. Aber da stand in der Beschreibung dabei, scharfer Hase. Eine scharfe Ostersalami. Die sieht nicht scharf aus, die sieht sehr gemütlich aus, richtig chillig. Was sie kann, möchte ich jetzt rausfinden. Dafür schneide ich den Hasen jetzt einfach mal in der Mitte durch. Ich habe mir ein Messer besorgt. Ich kenne mich hier immer nicht aus, es sieht alles gleich aus, aber ich habe jetzt einfach irgendeins da rausgezogen, in der Hoffnung, dass das vielleicht scharf ist. So, jetzt haben wir sie einmal in der Mitte durchgeschnitten. So sieht das aus. Sieht das scharf aus? Schreibt es mal in die Kommentare, ob das scharf aussieht. Es sieht auf jeden Fall fettig aus und boah, jetzt lege ich mir das mal hier rüber, schneide mir jetzt hier mal ein Stück ab. Dann muss ich gucken, wie das ist. Da ist ja hier erstmal den Sack außen, den kannst du ja nicht mitessen. Hat das nochmal eine Haut extra, so wie es aussieht, hast du nur diese rote Jacke, das ist die Haut und ansonsten hast du die Scheibe Salami. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das scharf ist, aber wir werden es mal probieren. Okay, es fängt direkt an zu bitzeln auf der Zunge. Diese Fettkörner, die stecken sich gleich schon wieder zwischen die Zähne. Überall, wo die Möglichkeit besteht, hängt sich das rein. Und das legt sich wirklich in den Rachen. Es breitet sich wirklich übelst aus. Es ist nur eine Scheibe. Ich muss mal die Scheibe ganz essen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Und diese nichtssagende, freundliche, rote Hülle mit dem Häschen drauf, so harmlos aussieht, hat es auf jeden Fall in sich. Mir brennt jetzt schon der ganze Mund und ich bin sehr beeindruckt. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat oder wie, wo, was. Und ich weiß, wir haben noch eine andere, wo ich erwarte, dass sie richtig scharf ist, aber das überrascht mich, dass die scharf ist. Das auf einem frischen Brötchen. Schönes Salami-Brötchen. Boah, ich kann gar nicht reden, der ganze Speichel im Mund fließt zusammen, alles ist auf einmal schleimig. Das regt richtig die Rezeptoren an. Also das ist eine scharfe Salami, auch eine dicke Salami, eine bissige Salami. Mit einem lustigen Osterhasen drauf. Schenkt die mal jemanden, den ihr mögt. Der wird sich total freuen über diesen Scherzartikel. Aber die ist gut, Pupsi, hast du fein gemacht. Das ist eine Salami auf einem frischen Brötchen, kann ich mir die mega gut vorstellen. Dann kurze Ausschreitung. Letztens waren die Marktschreier da und da war am Stand vom Wurst-Achim. Der Wurst-Achim, der lebt ja nicht mehr. Der hat ja einen Autounfall gehabt mit seinem Wursttransporter. Jetzt war der Ersatz, waren andere da, die trotzdem die Wurst versucht haben an den Mann zu bringen. Er hat Pupsi einen Wurstbeutel genommen. Da hieß es, da packt man euch Chili-Salami mit rein. Jetzt hatte ich so ein ganzes Nugget bekommen, was angeblich Chili-Salami ist. Das ist extra hier so eingepackt. Das ist auch so ein Stück einfach nur. Das sieht auch übelst pervers aus. Richtig mit
Chili-Flocken dran. Das sieht auf jeden Fall scharf aus, wenn man sich das so betrachtet. Wie scharf das aber ist, versuche ich jetzt rauszufinden. Sieht auf jeden Fall nach was aus. Ich weiß jetzt nicht, das Ding ist ja so verkauft worden, schon angeschnitten. Bei uns lag es jetzt auch hier noch ewig rum. Jetzt will ich schnell das Video machen und gucken, ob ich es überhaupt hinkriege, hier eine Scheibe runterzuschneiden. Boah, mehr schlecht als recht. Kann man das mit essen? Ist da irgendwo Haut dran? Dürfte doch eigentlich nicht, oder? Die müsste doch so, wie sie ist, sein, damit eben außen das richtig eine scharfe, harte Kruste ist. Ich beiß mal hier ab. Ich hoffe, die ist nicht vergammelt. Also schmeckt auf jeden Fall erstmal irgendwie süßlich. Von einem Schärfegrad oder irgendeinem Witzel merke ich gerade gar nichts. Aber wir haben noch nicht richtig die Kruste hinten, die Haut, da wo die Chiliflocken dran sind. Also da merke ich jetzt irgendwie gar nichts. Die sieht brutal aus. Aber da ist nichts, da ist nichts. Also vom Geschmack her kannst du die essen, schmeckt die trotzdem gut. Die knallt nicht so rein wie die andere. Oh. Damit das aber jetzt nicht irgendwie ein Fehlzünder war, weil es das erste Stück war, was halt vorne dran ist, schneiden wir einfach mal noch ein zweites Stück ab. Nochmal hier, guckt euch den Rand an. Das müssten doch Chiliflocken sein, also Samen, also von innen. Wir probieren das jetzt nochmal. Also jetzt, wo du die Kruste nochmal im Mund hast, nochmal den Geschmack davon da hast, merkst du irgendwie eine leicht pfeffrige Note durch, aber nicht wirklich nach Chili. Und auf jeden Fall nicht so scharf wie die Ostersalami. Sieht übrigens auch aus wie ein Stück Kuchen, wenn du dir hier schön von so einem Marmorkuchen oder irgendwas, also so von so einem Teil, einfach so ein Stück Kuchen runterschneidest. Kann man ja machen, wenn man kein Kuchen isst, isst man eben so einen Salami-Block. Ich kann ihn euch gleich nochmal zeigen, wie der aussieht, aber das müssen wir noch schnell wegessen. Mhm. So, guckt euch nochmal diesen Klotz an, der hier liegt, extra in so einer Tüte hier drin gewesen. Sieht halt wirklich aus wie ein Leberkäse, oder? Ein Laberkäse, angeschnitten. Hier splattert es auch schon rum. Da kommt auch schon wieder Artischatz. Also das sieht auf jeden Fall brutal aus. Aber es schmeckt recht süßlich. Ich vermisse die Schärfe. Ich weiß nicht warum. So viel dran, was nichts ausmacht. Das ist unglaublich. Ein Kandidat haben wir aber noch. Deswegen schieben wir das wieder zurück in die Packung, legen es hier rüber und holen uns den letzten. Jetzt muss ich den Adi hier wieder loswerden. So, du darfst keine Salami testen, wenn der Adi in der Nähe ist. Und das Ding ist auch vom Wurstbaron. Das sieht aus wie ein Polenböller. Den musst du zünden. Da steht hier auch Wurstbaron Chorizo drauf. Da sind zwei Chilis auch gekreuzt abgebildet. Die hat eine Haut, denke ich mal. Ist das eine Haut? Kann man das einfach essen? Den Wurstbaron, das ist ja ein Aufdruck. Also muss es ja eine Haut sein. Die sieht jetzt nicht so gefährlich aus, oder? Sieht auch aus wie eine normale Salami. Und das hat mich gewundert. Auf der Seite stand auch was mit. Ab 21 Jahren dürfte man die eigentlich erst kaufen. Aber sie haben es schon ab 18 gemacht. Und hier steht einfach nur Chorizo extra scharf. Total harmlos. Chorizo extra scharf. Und wenn du liest, Schweinefleisch, Speck, Salz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, natürliches Capsicum-Aroma, Konservierungsstoff, Natriumnitrit.
Da ist Capsicum, dieses Wort schon, Capsicum, Capsicum-Aroma. Also das Ding soll angeblich 3 Millionen Scoville haben, so bewerben die das auf ihrer Seite. Der Silvio da war, der Shinox, der hat schon mal probiert. Pupsi hat schon mal probiert, die hat ein Stück, also sich eine Scheibe abgeschnitten in den Mund. Oh, wer soll das essen? Ist gleich zum Kühlschrank gerannt. Silvio hat es mal probiert, als er da war, hat gesagt, ist okay, kann man essen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, es ist wieder schon ein bisschen her. Ich schneide einfach vorne mal ein Stück ab. Und da habt ihr nochmal die Schnittfläche genau da. Und jetzt nehme ich mir das Stück. Das zweite. Komm, wir machen noch ein drittes. So, jetzt muss ich hier rumpiepeln und gucken, ob ich irgendwo diese Wurstbaronhaut abkriege. Ja, die ziehst du auch wieder dann einmal drumherum ab, in der Hoffnung, dass er ab ist. Das können wir beim zweiten auch machen. Wo ist die Schrift? Hier ist die Schrift. Wenn ich die Schrift habe, habe ich schon die halbe... Boah, ist das scheiße mit so einer blöden Pelle da drum. Jetzt reißt hier die halbe Wurst noch ab. Na, so sollte das eigentlich nicht sein. Und jetzt ist hier doch bestimmt noch Wurst dran, oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir probieren jetzt mal ein Stück kurz so. 3 Millionen Scoville. Okay. Erst merkst du nichts. Jetzt baut sich was auf. Nehmen wir das nächste Stück hinterher. Wir haben das Anfangsstück auch noch. Und du merkst zum ersten nochmal auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Das hat sich jetzt richtig auf die Zunge niedergelegt. Das Anfangsstück wird auch genascht. Also, ich kann verstehen, wieso Pupsi gesagt hat, wer soll denn das essen, und ist gleich losgerannt nach einem Stück, hat sich den Mund ausgespült, Milch getrunken direkt. Ich kann aber auch verstehen, dass Silvio gesagt hat, da sind doch keine 3 Millionen Scoville. Okay, jetzt sammelt sich gerade der Speichel. Jetzt fällt es gerade schwer, die ganze Zeit noch zu reden und zu erzählen und zu machen. Wenn da alles zusammenfließt, also der Körper reagiert auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder das Ding. Hast du jetzt eine Carolina Reaper Schote? Hast du irgendwie den Hot Chip? Hast du irgendwie sonst was? Irgendwie eine andere Soße? Wenn du so einen kleinen Klecks nimmst und sagst, naja, das geht ja noch, dann müsstest du wahrscheinlich die ganze Wurst essen. Und dann würdest du merken, wie brutal das ist und wie dich das umhaut. Von einer Scheibe, dann hast du ja nur so wenig von dem Stoff, von dem Capsicum und so weiter, dass das harmlos noch wirkt. Jetzt nach der dritten Scheibe muss ich schon sagen, ja, das ist auf jeden Fall, das hat Bums. Das geht voll rein. Ich würde es jetzt nicht als 3 Millionen outen, aber ich habe ja auch nur 3 Scheiben probiert. Und wenn ich weiter esse und sich das weiter aufbaut, dann ist der ganze Mund so verschleimt und alles so verrotzt wahrscheinlich. Ja, aber wer isst denn schon so eine ganze Wurst? Das ist ja wie wenn du dir hier so eine ganze Yachtwurst holst und haust sie mit einmal dir rein. Machst du ja nicht. Ist ja auf dem Brot ein paar Scheiben, aber auf jeden Fall, die ist auch richtig gut. Die hat einen guten Geschmack, die hat eine gute Schärfe. Die ist auf jeden Fall stark. Die ist vom Wurstbaron und wir haben sogar 2. Mal gucken, ob ich mit der zweiten noch was mache oder nicht. Die ist auf jeden Fall interessant. Aber ist auch sehr fest, also da brauchst du schon, wenn du die ganze Wurst so essen willst in einem Video. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus, ein kleiner Salami-Test auf der Suche nach der schärfsten Salami. Wir haben sie gefunden, ich muss sagen, die also vom Marktschreier hat total enttäuscht. Dieser Klumpen, dann diese scharfe Ostersalami, die war sehr überzeugend. Die hat mich total überrascht, weil da habe ich gar nichts erwartet. Und die wird gut angepriesen.
Ich bin immer überlegen, dazu nochmal ein extra Video zu machen. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und ciao.